ich 18 war, bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, wie werde ich eigentlich erfolgreich? Ja, wie? Kind, geh studieren. Die hat gar nicht gewusst, was ich meine. Und klar ist Erfolg für jeden von uns was anderes. Aber was auch immer es für dich ist, ja, ob beruflich, finanziell, privat, die Frage ist, wie schaffst du es, es wirklich zu erreichen? Und irgendwie sind es immer die gleichen drei Dinge, die ich dann höre. Ja, das erste ist, du brauchst Glück. Katja, dein Leben, bist beruflich so erfolgreich, überall in der Welt unterwegs, auf den ganzen Bühnen, jetzt auch noch ein Haus in L.A. Boah, also dein Glück hätte ich auch gerne. Und ich denke dann immer, okay, aber das war ja nicht immer so. Vor 6 Jahren, da war ich nicht in Hollywood, sondern da war ich in Berlin und war pleite. Zum zweiten Mal in meinem Leben. Zum zweiten Mal in meinem Leben wurde ich nicht bezahlt und auf einmal war alles weg. Mein Auto war weg, meine Kreditkarte, meine Wohnung war weg, meine Freunde waren weg. Ja, und mein Stolz war weg. Und ich habe da gesessen, hatte noch 10 Euro in der Tasche und dachte, okay, wenn es so weitergeht, Katja, bist du unter der Brücke. Also, ich weiß nicht, ob das Glück ist. Und das Zweite, was ich dann immer wieder höre, ist, du brauchst Talent. Ich war übrigens die in der Schule, die immer rot wurde. Ja, wenn sie angesprochen wurde, wenn ich nach vorne musste von meinen Klassenkameraden, das war Horror für mich. Ich war die, die immer schüchtern war. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendein Talent ist. Aber ein paar Jahre später war ich eine der abschlussstärksten Verkäufer in der Kaltakquise. Ich habe über 50.000 Calls mit fremden Menschen geführt. Und heute stehe ich auf Bühnen vor über 5.000 Menschen. Auch ohne Talent. Und das Dritte, was ich dann immer wieder höre, ist, wir brauchen Wissen, ne? Wir brauchen Know-how. Aber mal ehrlich, wie oft in deinem Leben wusstest du etwas? Ja, du hattest das Know-how, aber du hast es trotzdem nicht umgesetzt gekriegt. Oder wie oft im Leben werden wir von Menschen überholt, die vielleicht sogar weniger Know-how oder weniger Wissen haben? Eine Sache ist Fakt. Erfolg, ja, ist nicht Glück. Erfolg ist nicht Talent, Erfolg ist nicht Wissen. Erfolg ist Machen. Und das, was wir machen, ist kein Zufall. Das, was du machst, entscheidet zuallererst immer dein Mindset. Dein Mindset entscheidet darüber, was du aus dem Glück, was dir vielleicht vor den Füßen liegt, machst. Es entscheidet darüber, was du aus deinem Talent machst. Es entscheidet darüber, was du aus deinem Wissen machst. Und unser Mindset ist ein Muskel. Und wenn du Muskeln nicht trainierst, dann wachsen sie nicht. Das Dumme ist bloß, es bringt uns keiner bei, wie wir unseren Erfolgsmuskel, wie wir unser Mindset trainieren. Das lernen wir nicht. Und als ich pleite war, hatte ich genau zwei Möglichkeiten. Ich bleibe liegen oder ich stehe wieder auf. Und ich war kurz davor, liegen zu bleiben, weil ich keine Idee hatte, was ich machen sollte. Und dann habe ich eine Sache begriffen. Ich kann die Umstände nicht ändern, aber ich kann ändern, was ich aus den Umständen mache. Und als mir das klar geworden ist, da habe ich aufgehört zu jammern, ich habe aufgehört zu warten auf ein Wunder, ich habe aufgehört zu hoffen, sondern ich habe es einfach gemacht. Ich bin aufgestanden und habe angefangen zu trainieren. Ich habe angefangen, mein Mindset zu trainieren. Ich habe angefangen, meinen Erfolgsmuskel zu trainieren. Ich habe angefangen, endlich wieder auf die Dinge zuzugehen, die ich haben will. Und mit jedem Tag, wo ich trainiert habe, wurde ich stärker. Und mit jedem Tag, wo ich trainiert habe, wurde ich selbstbewusster. Und mit jedem Tag kam ich meinem Ziel näher. Und irgendwann war ich da. Und heute bin ich frei. Heute habe ich den Job, den ich immer haben wollte. Heute habe ich den Erfolg, den ich immer haben wollte. Ich führe das Leben, was ich immer leben wollte. Aber es sind eben nicht die Umstände, sondern es liegt daran, was ich aus den Umständen gemacht habe. Und die Chance hast du jeden Tag. Du hast jeden Tag die Chance, das Beste aus deinem Leben zu machen, das Beste aus dir zu machen, das Beste aus deiner Beziehung zu machen, aus deinem Job zu machen. Wir müssen nur wissen, wie. Und das Wie kannst du lernen. Und genau darum geht es mir. Ich bringe Menschen bei, wie sie es schaffen, das Beste aus sich, aus den Umständen und aus ihrem Leben herauszuholen. Ich bringe ihnen bei, wie sie es schaffen, der Macher in ihrem Leben zu werden.